So, wir melden uns hier zurück aus der Kommentatorenkabine in Kanada. In der Hoffnung, noch einen zu erwischen, der mal auf drei, drei. Schnelle Runde geht, da haben wir einen. Alex Ferguson. Genau. Ja, und der so, Arne. Wir gucken jetzt mal kurz. Erste Kurve hat man gerade kurz gesehen, denn hier die erste Schikane. Ist schwierig zu überholen, eigentlich insgesamt auf der ganzen Strecke, weil das relativ schnelle Schikanen alles sind. Hier ist auch wieder schwer, da muss man halt einfach einen Vorteil haben. Und der ist durch die Hondas eigentlich hier auf der Geraden, weil die relativ, naja, relativ lang ist. Hier können die Hondas zum Beispiel überholen. Die erreichen schnell ihre Speed, deswegen. Genau. Und hier wieder eine Schikane, jetzt kommen wir auf diese, oh, schön die Wand, jetzt kommen wir hier auf diese Robert Kubica Stelle zu, die Hana auch genannt. Hier ist eigentlich die erste richtige Überholstelle. Hier kann man schön ausbremsen, man kann sie aber auch leicht verbremsen. Und gekontert werden. Genau, dann hier schön rauskommen, da ist der Esche, das benutzen wir natürlich nicht. Und dann hat man diese endlos lange Gerade Richtung Wall of Champion, wo die nächste Überholstelle ist. Da werden die... Genau hier... Williams und Hondas sowas von dominieren, also das wird schon lustig. Und hier nochmal... drei, vier Leute vorbeifahren. Auf dieser Gerade natürlich auch nochmal eine kleine Chance, aber... Aber wirklich auch nur eine kleine, wenn der Vordermann natürlich einen Fehler macht. Die erste Kurve ist sehr spitz. Also die erste Kurve ist sehr spitz. So. Damit war es das vom Warm-Up. Und jetzt darf ich wieder, ne? eine Runde ist 4,361 Kilometer lang. Wir fahren 35 Runden. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Boxenstopp braucht man ungefähr 18 Sekunden und die Gifts sind Bremsen, Highspeed und die Boxengasse. So, und dann würde ich sagen, die Lampen gehen an und viel Spaß beim großen Preis von Kanada. Und die sind aus und Rio kommt da hinten gut weg. Ist er schon an Leon vorbei? Ja, sehr gut. Und Mirko Becker setzt sich da auch an Leon vorbei und auch Luca Zorn. Reif ist wieder gut weggekommen da vorne. Also Leon hat gleich zwei Plätze verloren. Ja. Und hinten ist alles gut gegangen. War was ganz, ganz Neues. So, und Mirko greift direkt mal Leon, Rio an. Seelinger Klaus. Und Rio verbremst sich und muss durchs Gras ausweichen. Drückt da den Mirko ein bisschen in die Wand. Oh, ist das spannend hier. Und da kommt er natürlich nicht an ihm vorbei. Jetzt kommt, jetzt hat Leon die Chance. Ja genau, jetzt wird sich dann die Honda Power zeigen. Aber der ist auch nicht... Boah, die ist... Oh! Und Leon, was macht er? Alter Verwalter! Ja, und durch diesen Dreikampf hier kann sich der Reifs davon schön absetzen. Ich verstehe dich kaum noch, das finde ich schon mal geil. Ich hoffe, ich bin wenigstens noch in der Aufnahme. Ja, bist du. Ich muss unbedingt mal meinen Audio-Leiser stellen, ist ja unglaublich, wie laut diese Motoren sind. So, und jetzt hat er irgendwie abgekürzt, du hast mich jetzt gerade ein bisschen durcheinander gebracht, ich weiß nicht, wer hier ist. So, das ist Ryu, der wieder von Mirko attackiert wird, das aber immer noch nicht schafft. Zu weit rauskommt und Leon und Rio verbremsen sich da und jetzt... Ja. Hui. Das ist Fahren am Limit. Da wird es wieder viel zu spät geben. Und jetzt hier Crash mit Robin Ide. Mal gucken. Gucken wir mal weiter hinten. Ja, da bin ich gerade... Steffen Remy und Nico Rivera sind da im Duell. Ja, Steffen Remy hat gerade... ist vorbei. Der Ide ist da reingefahren. Dann hat die Ide sich weggedreht. Oh, und Ide ohne Frontflügel. Und da hinten Lukas Bayer und Moment, das ist Sascha Bock. Und Robin Ide ist raus. Der hat seinen Frontflügel und seinen Reifen verloren. Wer hat denn das geschafft? Der, ich weiß es nicht. Ich gucke mir das mal kurz an. Penalty für Alex Ferguson. Oh. Das der war ist er in die Wand gefahren. Was hat er dann gemacht? Ja. Guck gerade, der ist hier. Ah, und dann ist er an der Wand entlang gefahren. Und das sollte man nicht machen. Da ist aber Gott sei Dank keiner mehr reingefahren. So, jetzt wieder zurück an die Spitze. Christian Seelinger, du hast Loop Penalty. Reives Pavels schnellste Runde. 14-0. Ja, und jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen eingependelt hier an der Spitze. Nee, also da ist er schon in Vierergruppe.
Ja, aber... Oh, Mirko! Und auch Luca dahinter nochmal. Mirko dreht sich. Und Leon! Da vorne! Probleme bei der Überrundung. Oh, was ist hier los? So, und jetzt stimmt meine Anzeige gerade nicht. Und jetzt kann der Mirko, jetzt hat der Mirko die Chance. Ja, jetzt so. Wo ist denn jetzt der Rio hin? Der ist Zweiter jetzt. Ach da! Leon wollte da irgendeinen Jordan überrunden, hat es aber dann nicht hingekriegt. Und der Mirko hat es auch nicht hingekriegt und dann hat der Rio davon profitiert. 1A. Kuriose Anfangsphase mal wieder. Aber diesmal, Gott sei Dank, mit weniger Unfällen durch irgendwelche Harakiri-Aktionen. Eigentlich mit gar keinem. Wir gucken jetzt mal, Alex Ferguson hat gerade seinen Drossu abgesessen. Wir gucken jetzt mal und vorne. Und Leon dreht sich in die Wall of Champions. Oh! Das war ja ganz klar Leons Schuld. Das sage ich jetzt schon mal so. Ja. Da muss er einfach warten, bis der Justin da vorbeifährt. War es der Justin? Ja. Guckst mir jetzt gerade nochmal an. Oh, Leon. Und was macht er jetzt? Und Leon stellt ab. Leon hat abgestellt und Luca an die Wand! Oh nein, was machen die denn jetzt? Ja, Leon hat abgestellt. Wollen wir den gleich mal ins Interview hier rein? Ja, das können wir mal eben machen. Und Luca Zorn ohne Heckflügel jetzt unterwegs. Luca Zorn ist ohne Heckflügel. Boah, was ist da gerade geflogen? Ich habe gerade noch irgendwas fliegen sehen. Eieiei. Lukas Bayer ist ohne Heckflügel unterwegs und Riesen. Oh, Gottes Willen. Ungebremst. Ah, auch in der Wall of Champions. Ja, auch in der Wall of Champions. Beim Überholversuch gegen Sascha Bock war das. Dann gucken wir mal. Dann kann er doch nicht nach Vollspeed Interview. Aber ich glaube, das ist wohl, glaube ich, nicht so ganz so wichtig bei ihm. Er ist, glaube ich, ja einfach nur durch den Unfall ausgefallen. Das können wir ja so herausfinden. Oh. So, wen haben wir jetzt hier? Dort steht Alex Ferguson. Also Robin Ide ist draußen, Leon ist draußen und Justin Hopp ist draußen. Gucken wir mal gerade hier. So, da will ich hier einen Sascha Bock und Jan Claudi. So, haben wir denn jetzt Leon schon irgendwie, ist er verfügbar? Ja, ich habe ihn gerade angeschrieben, warte mal. Hier ist auf jeden Fall ein Duell auf der 7. Ja, da bin ich gerade. Und Sascha Bock greift an und er lässt Platz. Er lässt da den, wer ist das? Ah, Luca Zorn in der Box angekommen mittlerweile. Jan Claudi ist es, genau. Das ist ja der einzige Renault, der heute mitfährt. Und der Lukas Bayer ist auch ohne Heckflügel unterwegs. So, und jetzt macht Jan Claudi den Fehler und Sascha geht dankend vorbei. Oder besser gesagt immer noch. Ja, und da vorne dreht sich wieder ein Jordan weg. Oh! Steht da gefährlich auf der Fahrbahn. So, ich hole unseren Interviewgast. Der ist schon wieder in irgendeine Konferenz eingeladen. Das finde ich jetzt natürlich nicht lustig. So. Hallo Leon, du hast. Wenn ich jetzt mal irgendwo den Knopf sehen würde, da. Moin! Hallo Moin. Leon! Ja. So, ich mach meinen Anfang. Mach das. Wir haben es gesehen, was da passiert ist, Leon. Also dein Start, erstmal, was war da los? Du bist überhaupt nicht gut weggekommen. Also der Start war eigentlich normal für meine Verhältnisse, weil ich habe bis jetzt noch keine guten Starts gehabt in der Saison. Also ich war da auch jetzt nicht unbedingt irgendwie überrascht. Das war mir klar, dass ich wahrscheinlich wieder ein, zwei Positionen verliere. Das war auch ja in San Marino hatte ich Glück, dass da die Kurve nicht so lang war, da konnte ich dann irgendwie auch noch was gut machen. Aber das war ja auch in Dingso in Japan. Von daher hat mich tatsächlich verwundert, meine Starts sind irgendwie total schlecht, ich habe aber keine Ahnung warum. Ja, sonst dann lief das eigentlich ganz gut, dass ich dann Hanal wieder vorbeikam. Ja, also. Zwei war. Ja, du bist ja dann wieder recht gut nach vorne gekommen, warst deine zweite. Und dann in Runde, ich glaube, Runde 2 oder 3, diese Überrundung, drei. Der Jordan, wer war das? Der Seliger, der da irgendwie aus der Box kam, der hat den Pavels noch ganz gut vorbeigelassen. Ja, dann waren wir da hinten bei, nach dem ersten Sektor, die erste Linkskurve. Keine Ahnung, was er da vorhatte. Auf jeden Fall fährt er auf Ideallinie, total langsam. Ich muss abbremsen, habe kein ABS drin. Und ja, drehe mich natürlich dann weg, weil Reifen blockieren, alle vier.
keine Chance, da irgendwas zu machen. Das frage ich mich, warum er sich da so platziert, wenn er über. Ja, und danach bin ich total aus dem Rhythmus einfach gekommen und das Auto war dann auch, der Heckflügel war beschädigt. Das heißt, da das Auto eh schon leicht war auf dem Heckflügel, wegen der Abstimmung, hatte ich dann noch mehr Probleme und dann habe ich mich in der World of Champions reingedreht und dann kam der Justin Hoppe und ist mit reingefahren. Ja, das hab ich zumindest ein bisschen anders gesehen. Aber das wird sich dann ja noch hinterher vielleicht draufstellen. Naja. Na jedenfalls, mein Auto komplett hin und dann habe ich mir gedacht, dann stell's jetzt ab, weil da habe ich dann keine Lust mehr weiterzufahren. Ja, das war... Damit lässt du dein Team aber mächtig im Stich jetzt. Ja, aber da kann ich jetzt nichts anderes machen. Ich hatte jetzt keinen Bock, da noch weiterzufahren wieder. 200 Liter zu tanken und bis zum Ende fahren. Währenddessen dreht sich der Nico da. Darf ich auch mal? Ja, darfst du. Der Alex Ferguson hat abgestellt. Ich glaube, das habe ich schon gesagt, oder? Nee, noch nicht. Lukas Bayer hatte was zugekriegt und Ryo Funabashi hat sich in der ersten, in der zweiten Schikane vertan. Und der Mirko war gerade wieder dran. Und Leon, stellt deine Boxen leiser, mein. Oder ich gehe raus. Ja, oder so. Wir sind ja. Dann erstmal danke an dich, Leon. Jo, bis denn. Jo, bis denn. Tschüss. So, und der Sascha Bock war eben ohne Frontflügel unterwegs und mit Plattenreifen, das habe ich auch noch gesehen. Ja, jetzt hat sie wieder eingependelt, leider. Ja, wieder dieses typische Phänomen in dieser Liga hier. So, und jetzt hat er da den Seelinger vor sich, der sich wieder wegdreht. Ja. So, jetzt gucken wir mal weiter hinten. Ist hier noch irgendwo... Der überbremst das komplett. Ah, auf der 6. Da gibt's vielleicht noch ein Duell. Nico ja, gegen Lukas... Nein, gibt's kein Duell. Das ist... Moment. Wenn die Anzeige stimmt, dann ist Nico vor Lukas Zorn. Und der ist wiederum 30 Sekunden hinter dem. Also wird's dort... Ja, und das ist auch so. Ja, schade. Ja, haben sich alle Duelle wieder in Luft aufgelöst. Wenn man es denn so sagen möchte. Ja, warum? Also ich weiß nicht, warum die da plötzlich alle so nervös wurden und sich alle da in die Wand verabschiedet haben. Das weiß ich auch nicht. Also, ich weiß auch nicht, wie man so, also teilweise auch hart fährt. Also ich fand jetzt, der Ryo Funabashi hat ja jetzt schon einige mehr Rennerfahrungen, aber ich fand so manche Sachen, die er sich da geleistet hat, fand ich jetzt auch nicht so astrein, muss ich sagen. Ah, Luca lässt da den Mirko vorbei. Wenn schon einer neben einem ist, dann muss man den doch wenigstens vorbeiziehen lassen und nicht da riskieren, wegzudrehen. Dann lasse ich den doch lieber vorbei und habe dann in der nächsten Runde wieder eine Chance, wenn ich dann schon so ein schnelles Auto habe, anstatt ihn dann da in die Kiste zu fahren und mich wegzudrehen. Das bringt uns doch beiden nicht weiter. Drei bist dominiert, ja. Ja, wie auch schon in Imola. Und Trio kommt auch nicht näher ran. Also seine einzige Chance ist jetzt natürlich, wenn der Reives entweder irgendwelche Bremsprobleme kriegt oder Reifenprobleme. Oder einfach so einen Fehler macht. Hat. Ja, oder das. Oder vielleicht tankt er auch einfach zweimal. Wollte gerade sagen, warum tanken? Ich bin schon wieder auf 2012 eingestellt gewesen. Das kommt auch noch. Das kommt auch noch. Ah, hier wird's doch jetzt eng, oder? Bin ich doof? Nee, hier wird's eng jetzt. Zwischen der 6 und der 5 und der 6, Entschuldigung. Gucken wir mal. Ja. Der Nico holt da auf. Also dafür, dass es sein erstes Rennen ist, ist er schon mal sehr gut unterwegs. Hoffen wir doch jetzt mal, dass er da den Jan ein bisschen unter Druck setzen kann. Lukas Bayer fährt auch mal wieder aus der Box, das ist immer was ganz Tolles. Er ist auch schon 3 Runden zurück. Der Seelinger ist schon 2 Runden zurück auf der 9. Sascha Bock auf der 8 ist 1 Runde zurück, der wird jetzt gleich das zweite Mal überrundet. Und Lukas Zorn ist auch 1 Runde zurück. Und schon ist der Schabock 2 Runden zurück.
So schnell geht das. Ja, ja. Also, bis jetzt zu den Neulingen, muss ich noch sagen. Also der, wie meinte ich denn jetzt eigentlich? Der Nico ist auf jeden Fall schon mal gut unterwegs. Der Seelinger, der dreht sich noch ein bisschen oft weg. Ich glaube aber, da die jetzt nicht viel Zeit hat, sich vorzubereiten, da der Test gestern und nicht, dass die sich großartig vorbereitet haben, muss man natürlich das irgendwie wieder ein bisschen entschuldigen. Genau, genau. Das, muss man auch unterwegs. Wo ist denn der eigentlich? Den hatte ich. Der ist raus, hab ich doch gerade gesagt. Ah ja, richtig. Ach, klar. So, und der Reifes will im Red Bull vorbei, beziehungsweise Lukas Bayer, und kommt auch vorbei, auch wenn er davon für von der Ideallinie runter muss, was jetzt nicht 1A war. Herr Bayer. Wenn er überrundet wird, dann sollte man noch Platz machen. Mann. Wir sollten vielleicht mal alle jede Woche irgendwie so Grundtutorials bringen. So überrundet man richtig oder so. So Knigges. Ja, genau. Ja, und jetzt ist er da schon im direkten Windschatten vom Jan, der Nico. Was mit? Rio Funabashi hat keinen Frontflügel mehr! Und jetzt macht er einen Unfall! Oh. Und Platten hat er auch, glaube ich, vorher schon gehabt. Alter, wie ist das passiert? Das muss ich mir schnell angucken, bevor das Duell... Ja, guck du... Oh Gott, ich guck gerade, ich spule schon zurück, wie ein verzweifelter Hund. Was ist denn da passiert? Hier er hat sich schon... Nee, hä? Er hat sich die Schikane in der Schikane gedreht... Sich dabei die Achse wahrscheinlich kaputt gemacht. Und dann zack in die Wand. Oh ja. Ja gut, und jetzt schnell zurück auf die 6. Ja, dann fährt er nochmal in die Wand. Da ist dann das Auto komplett kaputt, würde ich sagen. So, und jetzt Nico geht da an Jan vorbei, drängt ihn da sehr weit ins Gras. Oh. Lasst den da noch Platz. Leute, das ist ein Auto. Ah, und jetzt geht er vorbei. Ah, das würde aber ein Konter geben. So. Nee. Ah, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, jetzt kann er dann doch wegziehen. Ja, jetzt stimmt's. Lasse gerade, der Jan will da nochmal rankommen und vorbeigehen, aber Pustekuchen. So, und wo ist der Rio von der Baschi? Der Rio von der Baschi hat abgestellt. Also auch er raus. Ja, also keine richtig. Punkte für BAR. Ja, und den können wir natürlich auch nicht zum Interview holen, weil der vertritt unsere Sprache nicht. Und da ist in Englisch, möchte ich es eigentlich auch nicht hören. Konnichiwa! Oh, und Jan dreht sich da hinter dem Nico. Ja. Wer ist jetzt... Oh, Steffen Remy in der Box. Das nächste total einseitige Rennen. Und da hinten kommt schon der Nico. Mal gucken. Kommt aber, glaube ich, vor ihm raus. So, Nico jetzt auf Startziel. Und Steffen steht immer noch. Jetzt fährt er los. Die erste Kurve ist länger als die Boxenausfahrt, muss man mit bedenken. 3, 4 und 5 sind gerade eng beieinander, ne? Ja, richtig. Kommt er nämlich auch jetzt. Also, ja, Jan Klaus. Oh, weiße Linie nicht überfahren. Das hat er gut hingekriegt. Und jetzt können wir dem Steffen Remy mal zugucken, wie er da auf den Nico vor sich einholt oder aufholt. Mal, ob wir vielleicht nochmal einen Interviewgast haben, dann können wir vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen tote Zeit überbrücken. Genau. Wer ist noch alles hier im Rennen? Das gucken wir jetzt mal gerade hier. Reives Pavels, immer noch auf der 1, auf der 2 Mirko Becker, der wieder mal ein super Rennen fährt. Auf der 3 mittlerweile Nico Rivera, also boah, das ist krass. Direkt im ersten Rennen mal auf die 3 vorgefahren. Steffen Remy, der war ja schon in der Box, ist 4. 5. Jan Claudi, 6. Lukas Zorn, 7. Sascha Bock. Und dann kommt schon Rio Funabashi auf der 8, auf der 9, Christian Seelinger, Lukas Bayer auf der 10, das ist nicht Alex Ferguson, oder? Nein. Doch, auf der 11 ist Alex Ferguson. Ja, aber ich habe hier gerade die falsche Anzeige. Müssen wir mal so 12 gucken. 12 Leon Rostek, 13 Justin Hoppe, 14 und Robin Ide. So. Ja, genau. Justin, ich guck gerade, ist denn noch irgendwer von denen da überhaupt? Also der Reibis fährt momentan 2 Sekunden schneller als alle anderen.
Also mindestens 2 Sekunden. Na, das wollte ich gar nicht. Da, Pitstops. Was ist denn jetzt? Oh, Unfall! Mirko Becker? Was hat der denn gemacht? Ja, das frage ich mich auch gerade. Jetzt können wir gleich beide Ferraris reinziehen. Ich spule schon zurück, ich spule. Oh! Oh, der hat ja komplett. Alter. Ah, das war die Wand. Das war aber auch die sollte. Die Wand, also. Die sollte man. Weckt. Da war er einfach ein bisschen zu schnell. Das war nicht nötig. Das war ein. Ah. Schade, da hat er sich ein richtig gutes Rennenergebnis kaputt gemacht. Verdammt, jetzt habe ich den nicht rübergezogen. So, ich habe mal beide und Ferraris jetzt hier reingezogen. Ja. So, einer Talkbau und jetzt hat der nächste Talkbau. Viel Spaß, André. Jetzt darf ich das machen. Erstmal hallo an euch beiden. Hallo. Gut, sind beide da, das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, mit wem fange ich mal an? Mit dem Robin. Du hast ja ein ziemlich kurzes Rennen gehabt. Ja, leider. Ja, was war da genau los bei dir? Ja, bin ja um die Kurve gefahren, dann ich weiß nicht, ob es Luca oder der Teamkollege war, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, der ist Nico, ist da weggedreht, bin ich da auch gedreht rein, dann hatte ich einen kleinen Schaden und einmal hat er irgendwas war da entweder an meinem Controller oder am Schaden, dass ich auf einmal voll in die Wand gebrettert bin. Ja, schade. Ja, ich hatte eigentlich gute Chancen auf Punkte, finde ich. Also, ich wollte das dann eigentlich unbedingt zu Ende fahren, aber dann habe ich gesehen, auf einmal, es geht gar nichts mehr. Ja, du warst aber auch ziemlich nah an der Wand entlang gefahren, wo du dann dort den Reifen verloren hast. Ja, weil ich nicht mehr lenken konnte. Ja, gesehen leider. Ja. Ja, jetzt zu dir, Mirko. Dein Start war sehr gut. Du bist da schon mal an dem Leon vorbeigezogen. Warst da noch dicht hinter Ryu? Und ja, sah auch recht gut aus bei dir, also keine Fehler gemacht. Das kannst du ja mal beschreiben, was da dein Rennen so. Ja gut, also der Start war schon relativ Zustand, aber öfter war halt auch der Mist, dann einmal habe ich mich auch gedreht und da ist dann wieder der, ich glaube, der Funabashi war das, der ist dann wieder an mir vorbei. Aber ja, das war ziemlich blöd und insgesamt fand ich es eigentlich ganz nett, bis dann der Fehler jetzt am Ende kam. Ja, also echt schade eigentlich, weil du warst auf einem sicheren zweiten Platz. Ja, das ärgert mich, weil. Ja. Ich hab schon gesagt, da hast du es vielleicht ein bisschen übertrieben, weil du wärst wirklich mit weiß nicht wie viel Sekunden Vorsprung Zweiter geworden, aber. Na gut, irgendwann passiert dann immer so ein dummer Fehler. Bei dir war es dann halt jetzt schon. Und ja. Hast du noch was zu sagen, Arne? Nee, eigentlich das Einzige, was ich jetzt noch fragen könnte, ist eigentlich, wie es euch bisher so gefällt, ob es euch Spaß macht und wie ihr denn, ob ihr schon großartig mal mit den anderen Leuten, also mit den anderen Fahrern schon mal irgendwie also getestet habt und so. Mirko, willst du anfangen oder soll ich? Ja, also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es ist ja auch das erste Mal, dass ich in so einer Liga mitfahre. Bin auch dadurch ziemlich nervös, dadurch heimen sich halt auch Fehler ein. Aber sonst die anderen sind auch alle nett, mit denen rede ich auch öfters oder schreibe ich eher öfters. Und ich finde alle allgemein nett. Ja, mir geht es eigentlich fast genauso. Also ich verstehe mich eigentlich auch sehr gut mit allen. Ja, mit dem Paris zum Beispiel verstehe ich mich auch sehr gut. Mit dem Zorn oder auch, ja. Und ja, eigentlich meine Ergebnisse sind halt das einzige, was ich jetzt hier machen. Qualifying eigentlich weniger als ich erwarte und Rennen auch. Ja gut, das kannst du dann in 2 Wochen nochmal wieder verbessern. Wird schon. Ja, dann danke an euch beide und wir sehen uns dann in 2 Wochen. Jo. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüssi. So, jetzt sind wir wieder alleine. Ja. Frag sich nur, für wie lange noch. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass noch mehr ausfallen. Also es wäre ja langsam... Wäre es ja wirklich richtig schlimm. Was haben wir noch so auf der Strecke? Also sind wir nur noch 6 Fahrer, glaube ich, unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Und einer kann ja für eine Sensation sorgen. Nico Rivera. Erstes Rennen dabei. Und momentan auf der Platz 2 unterwegs. Ja, das ist doch ein gutes Ergebnis. Aber da hinten kommt der Steffen. Ah, wir haben 50% Ausfallbilanz wieder. Das ist eigentlich schon. Naja, gut. Mal gucken, ob der Heremi dann noch an den Nico rankommt. Ah, da bin ich auch die ganze Zeit am gucken. Ich glaube, der kommt aber da langsam ran. Der fährt 1,17 hoch. Oh, naja, 1,17. Ja, oh, der Nico, nee, der Nico also fährt schneller. Wir haben jetzt schon Hälfte des Rennens. Der Nico fährt schneller, der fährt 1,16er Zeit. Ich glaube, der ist sogar an dem vorbeigegangen. Ja, nee, in der. Ah, jo, stimmt, das hast du recht. Der ist an dem vorbeigegangen. Nee, das war eine Boxengasse. Ich meine, er ist in die Box vorbeigegangen. Ich bin nicht ganz so sicher. Nee, da war der. Oh, und jetzt Steffen, da holt er weit aus. Also, Steffen war schon in der Box. Reives war in der Box. Und Nico war noch nicht in der Box. Und da rast gerade ein. Und Lukas Bayer mit 4 Boxenstops. Warum ist denn jetzt der Jan Clown wieder? Hat er sich gerade gegründet? Oder hat der Reibes ja gerade Fehler gemacht? Lukas Bayer, warte, was war nochmal der Boxenstopp-Rekord bei Sascha Bock? Ich glaube 6 Mal. Ne, ich glaube es waren 5. Oh, Reibes Pavel macht Fehler! Aha. Zweite Schikane! Weggedreht! Aber nicht angeschlagen. Nur innen über das Gras, diese Hücke drüber. Also eigentlich kein Problem fürs Auto. Ja, und Nico. Ah, jetzt kommt der Steffen durch wieder ran. 1,17,7. Gegen 1, nee, hatte ich 10,5. Also der ist ja einigen schneller unterwegs. Es ist irgendwie traurig, dass das Rennen doch wieder so gut beginnt und dann gegen Ende mächtig an Spannung verliert. Oh. Luca ist aber richtig am. Der nimmt die Wolf Champion mit ausbrechendem Heck entgegen. Hoppala. Ah. Wir haben noch 15 Runden. Uiuiui. Ich möchte mal gerne wissen, wie es dann nach dem Rennen in der WM aussieht. Weil da müsste ja jetzt Reives Pavel weit wegziehen. 32 Punkte in Führung sein, glaube ich. Genau, und dann auch in der Team-WM. Pascal Mandl ist nicht mehr im Rennen. Da ist, glaube ich, Honda noch vorne. Ja, Pascal Mandl fährt ja, glaube ich, nicht mehr. Aber die beiden. Die beiden Williams. Die können da. So, Nico war jetzt übrigens an der Box. Dadurch jetzt Jan Claudi und Steffen Remy durchgegangen. Was haben wir? Oh, und Nico dreht sich. Moment. Moment. Was war denn hier los? So, also eigentlich sollte. Also, irgendwas war hier jetzt. Ach du liebes bisschen. Jan Claudi verbremst sich da in der ersten Schikane nach Kurve 1 und 2, also Kurve 3, sag ich jetzt mal einfach. Und dann kommt da der Nico und vertut sich auch nochmal. Ja, ich glaube, das sind wohl die Bremsen so langsam.
so, also wenn die jetzt natürlich mit Standard-Setup fahren, dann wundert mich das nicht. Also von der Team-WM her, da hat McLaren irgendwo mit 85 und BRR hat 109. Also von daher ist BRR da noch vorne. Noch vorne. Kann sich alles ändern und ja, wie sieht hier in der Dings aus? Da war ich jetzt 72. Ach nee, da reicht es jetzt doch viel mehr Punkte. Der hatte schon 85. Ja, der zieht natürlich richtig weg. Der hat ja dann 105 Punkte. Uiuiui. Ui, ui. Also, das müssen sie dann erstmal wieder aufholen. Das wird nämlich richtig schwierig. So, und jetzt, das hier wird vielleicht nochmal ein kleines Duell hier. Jan Claudi gegen Nico Rivera. Da geht's ums Podium. Der letzte Plätzchen auf dem Podium. Noch 13 Runden zu fahren. Und Nico dreht sich. Oh. Aber das sah sehr komisch aus. Der ist ja richtig komisch reingefahren. Schon. Ich guck mir das mal kurz an. Oh. Der ist irgendwas krumm. Der ist. Ja. Guck mal, wie der in der Kurve landet. Guck mal, wie der bremst. Der bremst richtig runter und fährt dann ganz, ganz vorsichtig und dreht sich dann weg. Also eigentlich darf das gar nicht passieren. Aber guck mal, der schaltet in zweiter Gang und dann geht er in den ersten und dann zack, dreht er sich weg. Ja, richtig. Aber guck dir das auch mal an, in der nächsten Schikane. Da fährt er einfach mal komplett geradeaus. Fällt er runter, zweite Gang und ja, fährt geradeaus. Schade eigentlich. Kann es so, und sein, Steffen Remy? Steffen Remy an der Box gewesen jetzt. Der fährt jetzt wieder los. Wird er auch jetzt. Oh! Da hinten Jan Claudi in der Wall of Champions war kurz. Der Wall of Champions war kurz Hallo gesagt. Drive-through Penalty, Steffen Remy. Und dann dreht er sich noch beim Boxen aus. Ja, und damit wäre Nico dann wieder auf dem Podium. Und da ist gerade jemand in die Wand eingeschlagen. Das war Jan Claudi. In der ersten Kurve war es Jan Claudi. Ach, nicht Jan Claudi, Entschuldigung. Champion. Der ist Steffen Remy. Ich glaube, die haben Bremsprobleme. Das kann gut sein. Gucken wir mal beim Reibis. Ich glaube nämlich, der 120 ist nämlich die normale, das Standard-Setup. Ich gucke gerade mal nach kurz bei mir, ob ich das irgendwo angezeigt bekomme. Ja, 324, also ungefähr 320. Das ist nämlich das Standard-Setup, was sie fahren. Da ist die Bremskühlung bei... Moment, wo ist sie denn? Die Bremskühlung bei 4. Und das überlebt natürlich die Bremse nicht. Nee, das nicht unbedingt. Der Motor ist es, glaube ich, eher wenig. Also jetzt geht Jan-Claudi in die Box. Jupp. Tatsache. Box. Oh, das gibt's ja nicht. Dann ist ja... Der Nico hinter der lachende Zweite, wenn wirklich der ja Steffen eine Drive-Thru hat. Ja, hat er ja, ist ja schon drin. Nee, Jan Claudi ist in der Box. Steffen war doch eben schon drin, ja. Ach nee, stimmt gar nicht. Du hast doch gerade gesagt, Steffen Remy hatte eine Durchfahrtsstrafe. Ja, hat er ja auch. Ja, und der muss noch. Ach so, ja, gut, okay. Entschuldigung. Bring mich nicht durcheinander. Ja, ich bin heute auf dem Kopf. Gucken wir mal hier vorne, beim Reibes sieht es immer noch sehr lässig aus. Ich gucke jetzt lieber hier hinten. Ich bleib jetzt mal kurz bei Steffen. Schauen wir das mal an. Und Steffen verbremst sich gleich nochmal. So, jetzt bin ich mal gespannt, kommt er an die Box oder nicht? Wird er eigentlich, wenn nicht diese Runde, dann muss er nächste Runde. Genau. Weil sonst wird er nämlich disqualifiziert. Dann nochmal Windschatten mit. Der sollte. Und er kommt an die Box. Und da hat es einen Einschlag gegeben. Das war, glaube ich, der Lukas Bayer. Das ist Lukas. Okay. Ich habe es nur gehört, ich habe es leider nicht gesehen. Da liegt auch ein Frontflügel. Ja, ich sehe es auch gerade. So, und jetzt so. Nico Rivera auf der 2. Warum, kannst du mir mal sagen, warum er jetzt nochmal da steht und neue Reifen holt? Hat er neue Reifen geholt? Ja. Also zumindest stand er da. Tatsache, der 9,9 Sekunden steht hier bei mir. Wurde er aufgebockt? Ja. Wurde er hat den Drive-Thru gekriegt, keine Stop-and-Go.
Ja, das RF Dünhardt zeigt immer Drive-Thru an, aber. Warte mal. Dann hat er irgendwas falsch gemacht. Warte mal. Nee, er wurde nicht aufgebaut. Entschuldigung, er wurde nicht aufgebaut. Dann war es ein Stop and Go. Jo, dann war es ein Stop and Go. Ich dachte, das zeigt auch richtig an, dass Stop and Go und Drive-Thru steht. Nee, das zeigt immer nur an. Ja, da steht halt einfach so diese. Das Drive-Thru, aber. Naja, ist jetzt ja auch egal. Und. Kommt der raus auf 4. Hinter Jan Claudi ist er direkt. Aber vor Luca Zorn, das ist die nächste Gruppe. Ist der Luca Zorn etwa schon wieder direkt hinter dir? Naja, weit weg ist er nicht. Aber der Steffen ist natürlich um einiges schneller als der Jan. Also von daher, da wird nochmal ein Duell kommen. Hoffe ich mal. Also, der Steffen Remy hat jetzt noch 9 oder 8 Runden Zeit. Ich glaube, der Reibes wird ihn nochmal verrunden. Hat jetzt noch 9 Runden Zeit, stand jetzt am Jan Claudi vorbeizuziehen und noch aufs Podium zu fahren. Jetzt wird es wieder ein bisschen spannend. Warte, Kamera hier. Ah, da hat sich Jan aber leicht vertan gerade. Also beim Jan läuft auch nicht alles rund. Da ist irgendwas. Nee. Der verbremst sich ja ständig. Der wie als wenn er im Regen fahren würde. Und der Steffen kommt auch sehr schnell ran. Also das wird er. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall schwer für ihn, da 8 Runden sich gegen den zu wehren. Oh, und Steffen! Das war jetzt. Da lässt die Konzentration langsam nach und Luca holt es natürlich auch. Oder er wird einfach nervös, weil er den Jan vor sich sieht. Und ja, unbedingt vorbei will. Ja, also da muss er eigentlich nervös sein. Er sieht ja, dass er so viel aufholt. Ja. Die Nerven liegen blank. Ich glaube, dass er gerade wieder einschlagen. Also ist nicht der Steffen, sondern der Jan. Gucken wir mal, der Luca Zorn. Ist der in der gleichen Runde wie die beiden? Ja, der ist in der gleichen Runde. Oha, dann wird's jetzt nochmal richtig spannend. Mhm. Ico setzt sich da ab, also da der wird da nicht mehr angegriffen werden in den letzten 7 Runden. Also im ersten Rennen direkt mal Zweiter werden. Muss man Ausweichen kriegen. Na gut. Ja, da kommt die Kurve. Man könnte zwar sagen, er hat es geschafft, weil die anderen ausgefallen sind, aber er hat einfach keine Fehler gemacht. Richtig. Also das ist schon eine Leistung. So, und Jan verbremst sich da wieder und... Geht er vorbei, glaube ich. Da fährt er ihm nochmal vor die Nase. Aber das tut er, glaube ich, sogar noch. Na, jetzt orientiert sich an ihm, er dreht sich nämlich. Bingo. Steffen geht vorbei. Und Luca ebenfalls. Und damit verliert man gleich mal 2 Plätze. Aber ich glaube, da lassen die Bremsen auf, weil so komisch, wie er da bremst. Ja, es kann gut sein, aber muss Luca nicht. Plattfuß. Hat er einen Plattfuß oder ist nein, es aufsetzt? Nein, der hat keinen Plattfuß. Warte mal. Jetzt kommt aber Luca wieder an links ran, hier an Steffen. Was wird jetzt, glaube ich, das nächste? Ey, wer denn? Weil ich glaube nämlich der Steffen, ich will es nicht sagen, doch der Steffen hat glaube ich nämlich auch das normale Standard-Setup drin und hat auch leichte Bremsprobleme. Oh, und jetzt wieder, das ist doch, das kennen wir doch irgendwo her, dass es die letzten Runden wieder so spannend wird und, boah. Und jetzt geht er vorbei, Der fällt vorne drauf. Das kann aber auch schnell mal einen Frontflügel kosten. Ja, das war aber auch jetzt wirklich nicht die schlauste Stelle, wenn man weiß. No, und jetzt macht er da den Fehler. Also, warum schenken die den anderen denn immer so viel Zeit wieder? Ich weiß gar nicht, warum die sich nicht einfach Zeit lassen, bis zu geraden. Die wissen doch, dass sie so viel schneller sind als der Rest. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Jetzt ist Luca Zorn Dritter. Also der Steffen würde jetzt mal ansatzweise eigentlich rankommen. Dürfte er eigentlich nicht. Gucken wir uns das mal Onboard an. Ne, er kommt aber im Windschatten auf 340. Alter, er kommt ja doch rein. Was ist das denn? Gott, Gerd, du weg hier. Und auch vorbei.
Aber wie er das jetzt noch über 6 Runden da halten soll. Ja, das wird nix. Und der Reifen ist da noch ziemlich weit weg. Der geht jetzt vielleicht erst in die letzte Kurve. Ja, ich glaube auch nicht, dass der da noch zum Überrunden ansetzen sollte, weil das wäre nämlich. Naja, wenn ich es mal so in Deutsch sagen so dämlich. Ich glaube auch, der fährt schon im Schorengang. Ja, und jetzt hat sich Luca da verbremst und damit gewinnt Steffen ein wenig Zeit. Richtig. Aber jetzt müssen wir auf Jan Claudi dann vielleicht nochmal achten. Der dann seinerseits nochmal vielleicht angreifen kann. Da verdutzt er sich wieder. Und jetzt hat er glaube ich ein Problem. Hat der. Ja, und jetzt ist Jan dran. Und da jetzt. Jetzt hat er mächtige Probleme. Oh! Und Jan in die Rand. Eieieiei. Es gibt sowas, da sind die Bremse. Was ist das denn? Kenn ich das? Also, du kennst ja nur die Kupplung. Du nutzt ja keine Bremse, schnell sind wir noch runter. Richtig. Damit voller Drehzahl einfach um die Kurve. Ja, mal schauen, was es jetzt hier noch gibt. Also hier könnte auch... Oh, Luca, der driftet aber mächtig durch die Kurven. Ja. Und da hinten kommt schon der Reibis. Ja, da wird aber trotzdem jemand zum Büro hineinsetzen. Das wäre also ich würde es an seiner Stelle nicht machen. Ich würde es machen, glaube ich. Zwar mit Vorsicht, aber ich würde es machen. Du bist ja sowieso wahnsinnig. Ja, ich würde es mit Vorsicht machen, aber ich würde es. Das kann man sich einfach nicht entgehen lassen. Du siehst vor dir Platz 5, 4 und 3. Naja, okay, die hat er sowieso schon überrundet. Ja, also 3 wird er auf jeden Fall nicht nochmal überrunden, weil der ist nämlich schon zu weit weg. Also ja, das stimmt. 4 möglicherweise, aber 3 kriegt er nicht mehr. Weil Steffen ist ja schon weg. So, und? Und jetzt. Jan dreht sich nochmal. Nee. Oh, und jetzt schießt er fast den Führenden ab. Ja, und hier nochmal kurz den Nico im Blick. Puh, der hat noch mächtig Vorsprung. Ich schon los, dass Reibis Motorschaden hat, aber es war nur Funken. Boah, das wäre ja richtig ärgerlich. Ey, dann wäre Nico ein Sieg, ne? Hör mal, dann ich glaube, ich würde total ausrasten. Ich weiß auch nicht, also dann wäre irgendwas mächtig schief gelaufen hier. In Kanada läuft glaube ich sowieso immer alles mächtig schief. Ja. Also entweder ist Kanada ein stinkend langweiliges Rennen und einfach nichts passiert, oder ist es so spannend, dass einfach irgendwie alles durcheinander ist. Ja, da wird mir jetzt prompt das Rennen 2011 einfallen, ne? Ja, 2011 ist so ein Rennen, aber 2012 war es wieder relativ langweilig, muss man so sagen. Ja, genau. 1998 und 99 war ja auch sehr lustig. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und 99 sowieso, World of Champion wurde gegründet, kann man mehr oder weniger sagen. Und Jan Claudi ist an Luca Zorn dran. Und jetzt bremst er sich vorbei! Nein, nicht ganz. Oh, Gottes Willen, Jungs. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kommt er jetzt vorbei im Windschatten? Ich glaube nicht. Der ist so am Rumzappeln da hinten. Der ist schon am Begrenzer. Und, oh, mit der Brechstange, nein. Aber zum Glück sind sie nicht im richtigen Auto, ey. Ah, oh, nein, es ist irgendwas falsch gelaufen hier wieder. Oh, und jetzt dreht sich das an. War's jetzt. Warum? Letzte Runde. Oder vorletzte Runde. Warum immer so überhastet, das verstehe ich nicht. Richtig, wollen wir jetzt nochmal kurz die letzten paar Kilometer auf den nächsten Circuit angehen? Ja, das können wir gerne mal machen. Weißt du denn, welche Strecke das ist? Vorhin nachgeguckt. Ich habe keine Ahnung. Also ich gebe dir meinen Tipp, ist nicht weit von Montreal weg. Denk mal an den 2005er Rennkalender, was ist nicht weit von Montreal weg? USA würde mir da so einfallen, aber... Ja, ist auch richtig. Ha, gut. Erdkunde, Gott sei Dank. Auf
das Rennen freue ich mich dann schon richtig. Also da... habe ich schon in Montreal gesagt, dass ich mich richtig auf das Rennen freue, aber naja, gut. Ja. Ich freue mich dann mehr auf die Crashes, die es dann in der Startziege rangibt. Mit 360 Sachen, was man da angerauscht kommt. Ja. 370 mal vielleicht sogar. Wer weiß. Mal schauen, wer den Ralf Schumacher macht, ne? Ja. Mal schauen, wer mit einem Abtriebssetup fährt. Mal schauen, ob der Reives Pavitz den Michael Schumacher von, lass mich jetzt lügen, 2000 macht, dass er sich noch wegdreht in den letzten 5 Runden oder so. Naja. Oder 2000, was war das? 2003, wo Barrichello und Schumacher gemeinsam die Linie fuhren. Ja, ich glaube aber nicht, dass Pascal Mende so gut sein wird, dass er dann mit Reives Pavitz zusammen über die Linie fahren wird. Also nichts gegen Pascal jetzt, aber. Ja, Reives ist aber schon in der. So ein Rennen ist wie dieses und Pascal jetzt auf 2 wäre, dann wäre das natürlich möglich. Oh, jetzt muss ich aber hier schnell auf Reives mal wechseln, denn der ist schon auf dem Weg zur Stadtzielgeraden. Da ist noch einer langsam. Die 5. Luca Zorn. Oh Gott. Ohne Frontflügel. Nein, das gibt's ja nicht. So, und jetzt. Jetzt aber ganz schnell wieder zurück zu Reives. Der hat einen Plattfuß vorne links. So, und da können wir auch gleich schon den Zweitplatzierten gratulieren. So, aber erstmal Gratulation an Reives, der nochmal schnell zur Runde fährt. Und Gratulation auch an Nico Rivera, der in seinem allerersten Rennen in der WRL direkt mal aufs Podium fährt, direkt mal den zweiten Platz da holt. Ja, die 3, Steffen Remy, ist er doch noch vorbeigekommen. Ah, nee, der war sowieso... Nee, Quatsch, das war ja Jan Claudi, Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, Jan Claudi mit Glück noch an Luca Zorn vorbei. Was hat der da gemacht? Das gucke ich mir jetzt mal schnell an, wenn es geht. Ich guck auch gerade. Ich kann es genau zuordnen. Achso, in der Sebastian Vettel-Schikane, wenn ich sie jetzt mal, da ist, glaube ich, sein Reifen geplatzt. Ja, hinten hier links. Glaube ich, bumm. Und nee, schon wieder in der letzten Runde. Das kennen wir doch irgendwo her. Da macht's bumm. Hier hat er schon Funken. Ja, und dann hier, ja, da schlägt er ein, hat seinen Frontflügel verloren. Oh weh, oh weh. Dann dreht er sich nochmal. Ja. Wird vielleicht mal einen Screenshot machen. Und nicht auf Aufnahme drücken, so. Puff, und dann geht der Reifen kaputt. Ja, gut, was haben wir denn jetzt für... Und Sascha Bock kommt nicht durchs Ziel! Was hat der denn gemacht? Das gibt's doch gar nicht! Der hat sich ja mal richtig überschlagen! Boah! Was hat der denn gemacht? Das ist ja unglaublich. Der fährt da innen an der Wand entlang und zerlegt sein Auto. Ja, der muss aber ins Ziel kommen. Der kommt nicht ins Ziel. Did not finish, DNF. Ja, aber das gibt keine Punkte. Und das gibt keine Punkte für Sascha Bock. Das ist echt ärgerlich, auf den letzten Metern, also der müsste das Auto eigentlich nur nach Hause schieben. Das waren vielleicht noch 500 Meter oder was, keine Ahnung. Weniger, würde ich sogar sagen. Ja, schon ein langer Weg bis zur Stadtziellinie. Also, ja komm, aber fürs Auto, also bei der Geschwindigkeit kannst du ja fast rollen lassen. Da heißt dann, rollst du die Schikane, naja egal, wir sehen uns in Indianapolis von meiner Seite aus. Ja gut, das war Arnes Wort zum Sonntag und jetzt kommt noch eins, ja, das war dann halt das vierte Rennen. Es ging mal wieder turbulent zu. Wie auch jetzt in der Boxengasse. Ja, wir sehen uns dann in 2 Wochen in Indianapolis wieder. Mit einem hoffentlich spannenderen Rennen. Und hoffentlich ein paar mehr Leuten, die das Rennen beenden. So, das war's also wirklich. Bis in 2 Wochen. Ciao, ciao. Tschüss.